Leute sehen, in welchem Umfeld wir uns bewegen. Wir sind mitten in einem New Normal. Wir haben Risse in der Lieferkette, wir haben eine erhebliche Geschwindigkeit am Markt. Wir haben eine Kundenstruktur, die sich permanent ändert. Das Ganze bewegt sich in einem extrem schnellen Umfeld. Das heißt, hier brauchen wir eine R&D-Organisation, die nicht darauf wartet, dass der Kunde sagt, was erforderlich ist. Wir brauchen eine R&D-Organisation, die sich im Team mit der gesamten Firma vernetzt, die nach vorne geht, die antizipiert, was kommt in einem Jahr, was kommt in 3 Jahren, was kommt in 10 Jahren, welche Trends gibt es am Markt, welche Technologietrends lassen sich daraus ableiten, welche Produkte sind erforderlich. Und hier bedeutet es eben, Produkte zu finden, die optimal entwickelt sind. Das heißt, von den Kosten her, von der Time-to-Market, von den technischen Leistungsfähigkeit und eben auch diese Kombination von technischer Leistungsfähigkeit und Preis. Es müssen Alleinstellungsmerkmale verfügbar sein. Und die Entwicklermannschaft braucht dort eine hohe Motivation. Wir reden immer von Menschen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite den Markt, die Antizipierung der Zukunft, und auf der anderen Seite haben wir die Menschen. Es geht um das Team, das gemeinsam arbeitet mit dem Vertrieb, mit dem Projektmanagement, mit der Produktion. Und wo man sich gemeinsam aufstellt und im Markt gemeinsam gewinnen möchte und auch diese Erfolge feiert. Der Weg zu einer resilienten R&D ist immer ein steiniger. Jede Veränderung ist schwierig. Wir haben im Veränderungsmanagement es immer mit einem hohen Beharrungsvermögen zu tun. Das haben wir schon immer so gemacht. Ist eine der wesentlichen Aussagen, die wir immer wieder hören. Das haben wir schon immer so gemacht. Warum sollten wir es heute anders machen? Es geht eben darum, die Zukunft zu antizipieren, auch wenn im Markt Geschwindigkeit gefordert wird. Einige unserer Kunden fordern plötzlich innerhalb von wenigen Tagen ein Konzeptdesign, den ersten Prototypen auf dem Tisch zu haben. Das ist eine völlig neue Herausforderung. Da reden wir nicht von 2, 3 Jahren Entwicklungszeit. Und dieser Geschwindigkeit muss man sich freudig stellen, die Herausforderung des Marktes annehmen, nach vorne gehen und die Geschwindigkeit eben offen, positiv in die Teams reinbringen, die Teams zusammenschmieden und damit im Markt gewinnen. Und dann sich auch die Zeit zu sehen, nicht nur zu gewinnen, sondern auch kurz zu feiern und zu sagen, das war eine tolle Leistung, das hat Freude gemacht. Also die Erfolgsfaktoren für eine resiliente R&D sind die, dass das Entwicklungsteam nicht mehr nur darauf wartet, dass der Kunde einem sagt, was man benötigt, weil dann ist man meist zu spät am Markt, man hat ein MeToo-Produkt, das andere bereits entwickelt haben, sondern man muss hergehen und antizipieren, was der Markt benötigt, was die Trends sind, was der Kunde in 1, 3, 5 und 10 Jahren benötigt und idealerweise dann hergeht und Plattformen entwickelt, wo man kundenorientierte Varianten zulässt oder regionsorientierte Varianten für China, für Europa, für USA zulässt, um damit dann im Markt zu gewinnen. Und das bedeutet, man muss das Ganze von den Kosten, vom Preis her verstehen. Das Entwicklerteam muss sich eng verzahnt mit dem Vertriebsteam, mit dem Marketingteam, mit dem Produktionsteam aufstellen. Man muss sich gemeinsam an den Lösungen arbeiten und sich eben nicht nur darauf verlassen, dass der Kunde einem irgendwann sagt, was benötigt wird. Und in Summe, um da hinzukommen, geht es auch wieder um die Menschen, um die Teams, die eben mit hoher Motivation und Begeisterung dieses neue Umfeld annehmen. Ja, das ist eine riesen Kulturveränderung. Man muss dort eine Kulturreise beginnen, die über mehrere Jahre dauern wird, weil das ein komplett anderes Marktumfeld ist. Wenn man so Firmen als Referenz mal Nokia, BlackBerry sieht, die Marktführer waren über viele Jahre, die aber dann die Veränderung nicht antizipiert haben und nicht schnell genug waren in dem Markt. Das bedeutet, so verliert man. Um gewinnen zu können und die Erfolgsfaktoren wirklich umsetzen zu können, muss man antizipieren, Geschwindigkeit nicht als Belastung, sondern als Freude und Herausforderung aufnehmen. Wir haben zunächst mal analysiert, was sind die Megatrends, was sind die Technologietrends, wo stehen wir im Unternehmen, was ist unsere DNA in unserer Firma bei TE Connectivity, was macht uns stark, wo sind Dinge, an denen wir arbeiten müssen. Und von der R&D-Organisation haben wir gesagt, wir wollen ein Entrepreneurial Engineering, Think Like an Owner, also ein unternehmerisches Entwickeln, wie ein Eigentümer denken. Das bedeutet, dass unsere Entwicklerteams sich wirklich komplett mit allen anderen Funktionen im Unternehmen eng verzahnen, sich als ein Team verstehen, nach vorne gehen. Und um das möglich zu machen, haben wir eine Kulturreise begonnen. Die wird über mehrere Jahre dauern. Wir haben jetzt die erste Welle gestartet, wirklich von Europa über USA, über China, über Japan, über Korea, über alle Kontinente hinweg, über alle Standorte hinweg.
und haben speziell nach der ganzen Corona-Phase 50% Teambuilding und 50% Kulturverständnis. Think like an owner, entrepreneurial. Wie geht unternehmerisches Entwickeln? Und das eben mit cross-funktionalen Teams und auch den Teamgedanken entsprechend nach vorne zu bringen. Das haben wir gestartet. Die erste Welle ist weitgehend abgeschlossen. Jetzt in der letzten Woche hat die zweite Welle gestartet, unserer Reise. Und wir fokussieren uns hier auf drei wesentliche Initiativen. Das eine ist Maximize Value. Wie können wir mehr mit weniger generieren? Wie können wir pünktlich in Qualität und in Zeit liefern? Zweitens, wie können wir die Kosten minimieren und wie können wir Wachstum generieren? Und das sind die Initiativen, die wir vorantreiben, wo wir viele Ideen generieren, die dann für die jeweiligen Teams einzeln priorisiert und umgesetzt werden können.